Guten Tag! Hallo! Vor uns ist Virtus Grabenstraße in Weisach. Wo befinden wir uns denn? Dieses Video wird fantastisch. Movo ist am Start. Hallo! Es wird euch sowas von aus dem Leben hauen. Also, ihr erinnert euch an diese Szene? Hey, die Praktikumsidee finde ich richtig geil. Genau, da wurde ja das Jobangebot ausgesprochen, dass der Herr Krämer Praktikant sein kann im Unternehmen Porsche. Das Unternehmen Porsche ist ja, wie ihr alle wisst, du auch weißt, alle wissen das, ich liebe dieses Unternehmen Porsche. Und es ist wirklich für mich eine ganz große Ehre, dass ich wirklich heute Praktikant sein darf. Ich bin heute und morgen auch noch Praktikant, und zwar bei der Soundnacht im Museum bei Porsche. Es wird hoffentlich ein Fest der Gefühle. Aber die haben mir gesagt, ich bin wirklich Praktikant. Also es ist nicht hier irgendwie so Sonderbehandlung und Herr Krämer hier und da, sondern nebenbei, wir sind mit unserem Schreihals hier. Wir müssen ja hier in Zukunft noch mal ein bisschen das geben. Genau, das machen eure Serien Kfz nämlich nicht. Ja, so hört das nämlich an. Wenn dann mal die neue Technologie am Start ist. Wir sind auch jetzt schon vor uns, ist das Werk in Stuttgart, und ich bin wirklich aufgeregt. So, der Saphira geht auch seine letzten Töne von sich. Ja. Hön, kaputt. Wir sind am Porscheplatz. Oh, mein Motorrad. Wo, was? Mein Motorrad. Dein Motorrad, wo? Ja. Da, yo. Schon. Das ist mein Chef. Mein Chef. Wohin, Chef? Hey, da. Hallo, Chef. Hi. Ich habe schon angekündigt, ich bin jetzt Praktikant, das ist mein neuer Boss. Ja, sag dem neuen Boss hallo. Gleich mal zum Einstand. Ja, okay. Aber ja. Ja, ich habe noch was. Damit du quasi Access All Areas hast, freie Bewegung im Porsche Museum, ein Werksausweis. Damit kommst du quasi überall rein und raus. Hier parken? Hier parken. Okay. Ja. Dürfen Praktikanten immer hier parken? Nur du. Die wenigsten jetzt? Praktikanten fahren auch 9 Euro. Okay, wir kommen raus, Sekunde. Hallo Daniel. Hallo Jean-Pierre. Hallo Praktikant, Entschuldigung. Ja, mein Schild ist nicht. Heute da. Bist du nur noch der Praktikant. Hallo Daniel. Hallo. Noch habe ich keinen Job. Nein. Noch renne ich rum wie Falschgeld. Guck mal, den Aufkleber haben wir auch auf dem Auto. Aber das Auto habt ihr noch nicht gesehen. Ist noch geheim. Das ist noch geheim. Das ist geheim. So, Chef. Gehen wir erstmal was essen, ne? Auch Praktikanten dürfen hier essen. Mhm. Ja, hier läuft. Obwohl es für mich schon ganz schwierig, wenn der GT1 da steht und wir die ganze Zeit drum rumschwänzen und ich nicht hingehen darf. Ja, komm, dann gehen wir da einmal erstmal gehen wir hin. Gucken. Das habe ich so auch noch nicht live gesehen. Offen. Ich finde euren Abgasstrang auch wirklich sehr, sehr sympathisch. Für die Soundnacht auf jeden Fall. Das kann eigentlich nur lustig werden. Guck das mal an. Turbine, Ausgang, noch eine Monitorsonde, eine Lambda-Sonde hat er noch. Dann ist hier oben der Ausgang vom Wastegate, der dazutritt. Der Wastegate-Aufgang geht halt nur auf, wenn du eine bestimmte Ladung überschreitest. Dann geht das Wastegate auf und dann geht der ganze Abgassaft in dieses Röhrchen hier rein. Und hier ganz elegant hinten raus, ohne jegliche Geräuschdämmung. Oh, ich habe aber auch ein... Ah. Manchmal kann man auch Pech haben beim Praktikum. Ne, es gibt manche Praktikas, die sind okay, aber ich finde diesmal, das wird, glaube ich, nicht cool. Du hattest ja die Wahl zwischen Excel-Tabellen schieben und im Porsche-Museum helfen. Hast, glaube ich, die richtige Wahl getroffen. Meinst du? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So, ich kriege jetzt einen kleinen Rundgang, dass ich schon mal weiß, was alles morgen da ist oder gestartet wird. Es sind aber alle Autos noch oben oder viele Autos oben? Also in der Ausstellung sind noch einige Autos. Wir mussten die Ausstellung natürlich umbauen, vorbereiten für die Soundnacht, für fast 1000 Besucher. 1000 Besucher. Genau. Und von daher sieht es in der Ausstellung anders aus. Es sieht vor allem ganz anders aus als bei deinem letzten Besuch. Wir haben nämlich aktuell eine Sonderausstellung. Okay, okay. Wir fangen mit den Autos an, mit den alten Bekannten. Ja. Wir gehen durch, ob ich auch alles richtig weiß. Also 3,3 Liter, echter Turbo S, einer von 86. 76 jetzt gesagt. Im Video habe ich beim letzten Mal gesagt, glaube ich, 71 Fahrzeuge. Ja. Das ist falsch. Weiß nicht, wie das ich an ist den falsch. Falsch. Ja. Das ist ja. Falsch. Ja. Ich nutze die Gelegenheit, um es zu berichtigen. Zu korrigieren. Es sind 86 Stück gebaut worden. Ich kenne die Zahl, ich weiß die Zahl, aber ich weiß nicht, wie ich an dem Tag auf die 71 gekommen bin. Okay, ihn haben wir da. 917K, das ist die Bereifung, ist so gewesen. Mal ganz kurz, einmal ein kleiner Blick bitte auf die Reifen. Und wie gesagt, es sind keine zwei Boxermotoren, sondern nur 80 Grad, richtig? Genau. V180 Grad. Der Unterschied ist in der Kurbelwelle. Kurbelwelle und in Pleuel. Genau, weil du hast nämlich auf einem Hub hast du zwei Pleuel sitzen. Genau, das ist der kleine Unterschied, 100 Punkte.
Ich muss das gleich in den Praktikantenbericht reinschreiben. Er hat sich stets bemüht. Ja, es wird besser. 800 Kilogramm, 5,5 Liter Hubraum. Also da ist schon Spaß angesagt bei dem Ding. Und hören werden wir ihn morgen alle zusammen. Ja? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, weiter geht's. RSR. 2,7 Liter. 2,8 Liter RSR, also die Basis ist ein 2,7 Liter RS quasi und das ist der 2,8 RSR. Habt ihr schon so oft aufbohren müssen oder was, dass er jetzt schon 2,8 hat? Die Rennversion, die quasi ist eben das Modell 2,8 RSR, der ist etwas breiter. Ja. etwas breiter. Etwas. Und extremer als eben die Straßenversion. Hier sogar das 1973 Targa Florio, eines der berühmtesten, ältesten Straßenrennen der Welt, das erste Straßenrennen der Welt quasi hier in Europa. Dritter Platz. Ich höre dich so gerne zu, ne? Die Leute denken auch gerade, ich habe die Videos vermisst bei Porsche. Wenn du das so erklärst, das ist sehr angenehm. Ja, vielen Dank. Das ist sehr nett. Das macht doch Spaß. Vielen Dank. Bitte sehr. So, jetzt haben wir hier Bergrennwagen. Also du hast schon recht. Also hier geht es vor allem um wenig Gewicht, um kompakte Abmaße für sehr kurvige Strecken mit wenigen Geraden. 908-03, der ebenfalls bei der Targa Florio, ein Rennen, das eigentlich fast nur aus Kurven besteht, sehr erfolgreich war. Und auch den hören wir. 8 Zylinder. Heißer Motor. Unfassbar schönes Auto, ja. Muss ich ehrlich sagen. Weil die guckt, also Leute, ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Der letzte war schon ein langer Schritt. Okay, pass auf. 1, 2, 3. Das ist wirklich mega. Das ist wirklich jetzt nicht so viel. Das ist wirklich ein sehr kompaktes Kfz. Was wiegt der jetzt hier? Der wiegt also knapp unter 700 Kilogramm. Natürlich wiegt der knapp unter 700 Kilogramm. 680 Kilogramm. Mit einem V8 natürlich. Mit einem 8-Zylinder-Boxer. Ja, finde ich auch richtig so. Anders wäre auch falsch. Und auch, dass der Schaltknopf nochmal in Mahagoni-Holz oder sowas ist. Balsaholz. Balsaholz natürlich. Sehr leicht. Den hören wir auch. Klar. Natürlich. Auch. Klar. Natürlich. Natürlich. Haben wir es schon gesagt, jedes Auto, das hier in der Werkstatt steht, bis auf den 356 Nummer 1, hören wir morgen. Ist das die 000? Aber darf ich das mal fahren? Nein. Heute nicht, morgen nicht. Nie. Wir haben keine Zeit. Aber nicht in Kauf. Ja, vor allem, wenn du als Praktikantin dir kaufen kannst und willst, klar, dann kannst du damit machen, was du willst. Aber ja, Praktikanten, die lassen wir eher nicht fahren. Nicht? Ist der Nachteil an deinem Job jetzt. Aber ich darf hören. Ganz sicher. Ich darf aufmachen? Ja. Oh Mann. Aber die Fingerabdrücke musst du wieder selber machen. Ja, ja, habe ich gerade auch gemerkt. Das Porsche Polo ist automatisch auch als Polierhemd gemacht. Das ist ein sehr, sehr weicher Stoff. Ich habe an alles gedacht. Ein ganz besonderes Auto haben wir aktuell hier in der Werkstatt. Eines unserer Werte, einer unserer wertvollsten Schätze. 356 Nummer 1, der tatsächlich erste Jäger. Also das heißt, wenn ich mich jetzt hier so hin... Kannst du mal versuchen. So kannst schnell. Du mal versuchen und dann war dein Praktikum auch wieder Geschichte. Das heißt, das ist Nummer 1. Der erste je gebaute Sportwagen mit dem Namen Porsche, 1948 gebaut. Oh. Und der einzige 356 mit Mittelmotor. Warte, das ist die 1. Ja. Der erste. Genau. Das heißt, der ganze Hype, unsere ganze Fantasie, unsere ganzen Träume hat mit diesem Auto, also mit diesem gestartet. Nicht das Modell, sondern das Auto. Das Auto. Aha. Das ist der allererste. Warte. Das da. Habe ich gemacht. Das ist per Hand, die Karosserie. Ist komplett handgearbeitet damals. Und das in Holzhütten in Österreich. Darf ich die Tür öffnen? Ja. Hier. Hui, das war mir jetzt schon knapp. Ich tue dem Auto vorhin nicht mehr. Er hatte damals eine durchgehende Sitzbank. Oh. Ja, schon ein bisschen fester. Ja, ehrlich? Ein bisschen fester. Oh, das geht aber schön zu. Aber sehr gut. Wenn ich sage 50 Millionen, kommt das hin. Ich sag keine Zahl. Von unschätzbarem, unbezahlbarem Wert. Und, darf ich mal fahren? Heute nicht, morgen nicht, nein. Ist doch ein Wort. Aber er fährt mittlerweile wieder. So viel dazu. Er stand sehr lange in der Ausstellung, unbewegt. Und die Kollegen haben ihn wieder fahrbereit gemacht. Wir werden ihn demnächst mal brauchen. Also wir. Nicht ich. Genau. Ihr. Weil du wir gesagt hast. Ja, für einen Moment habe ich mich gefühlt. Deswegen für einen Moment habe ich mir gedacht, hier. 100 Punkte. Leid, ja, das Wir bezieht sich auf nächste Woche, wenn dein Praktikum schon vorbei ist. Guten Tag. Wollte ich nur kurz vorstellen, einen nach dem anderen. Steffen. Jean-Pierre, Steffen. Wir kennen uns. Hi. Hi. Ich bin Walter. Hi. Hi. Berdi. Hallo. Servus, Philipp. Hallo, Philipp. Ich bin euer Praktikant. Oh, den haben wir vergessen, den Ewald. Hallo, ich bin der Praktikant. Hi. Hi. Schön. Ich arbeite mal ein bisschen. Bis gleich. Tschüss.
Ich habe gerade von Chef gehört, für heute ist Schluss. Für heute ist Schluss. Nach 19 Uhr, da sollte man... Du bist so streng die ganze Zeit, du bist überhaupt nicht so streng. Ja, eigentlich nicht, nein. Aber morgen werde ich locker. Morgen ist Samstag, das Wochenende. Morgen geht's weiter, tschüss. Hallo. Hallo, guten Morgen. Tag Nummer 2. Auf der Arbeit, noch Ruhe, weil wir haben ja... Hey, Daniel. Ja. Einmal wirklich, ich hoffe, ihr fühlt mit mir mit. Arbeitsbeginn ist heute 16 Uhr und ich habe wirklich im Bett gelegen, habe ein bisschen gearbeitet, habe auch mal ganze Zeit gar nichts gemacht. Ich habe noch keinen Puls. Du auch nicht. Das ist auch eine Schlaftablette. Ne, es geht. Ich bin schon ein bisschen länger wach als du. Ja? Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir hier. Wir fangen um 16.30 Uhr an, indem wir nämlich Autos, glaube ich, schon mal warm laufen lassen, ein paar. Ne? Chef ist auch schon da. Chef ist auch halb zur Bahn heute. Uns ist aufgefallen, was wir schon wussten, dass Porsche wirklich der schönste Schriftzug der Welt ist. Ja, ist es. Also Daniel hat das gerade so geil gesagt, wir fahren an eurem Ausbildungszentrum vorbei. Ne? Du klatscht einfach diesen Porsche-Schriftzug an das Gebäude und zack, das Gebäude sieht gut aus. Sieht schön aus. Ist doch wirklich so. Und dann haben wir so eine andere Firma gesehen, die ist irgendwie Würwort oder sowas. Und ich glaube ja, dass das Wort Porsche mit, in Verbindung mit dem Wissen, was es ist und der Qualität, macht das Schrift, die Schriftbild schön. Jetzt sieht Porsche auch gut aus als Schriftzug, das stimmt schon. Aber wenn die jetzt Waschmaschinen herstellen würden, dann wäre das ja nicht mehr so geil. Die Emotion kommt durch das Produkt. In Verbindung, ich glaube alles zusammen. Das ist uns aufgefallen. Ja, klatscht einfach dieses Logo an die Wand. Und zack, ist die Wand schön. Und zack ist die Wand schön. Leute, wenn ihr einfach zu Hause langweilt, macht einfach ein Porsche-Logo an die Wand. Zack, Wand geil. Ja. Blau, rot. Ist egal, wer das drauf macht. Schwarz. Das wird alles geil dadurch. Das sieht nicht so gut aus. Das ist auch ein kleines Beispiel, ne? Ja. Weil da ist es nicht die Schriftart und zack, sieht es nicht mehr ganz so... Man ist es nicht gewohnt. Nee. Ist auch etwas älter. Gab es die Schriftart mal? Nein. Sieht das Auto geil aus. Ich will mal eben für euch ganz kurz nur so ein Porn, einfach so. Okay, ja. An Spaß, an der Freude. So, bitte, tschüss. Habe ich nicht so viel zu tun, ne? Nee, gut. Das ist entspanntes Arbeiten. Wir gucken mal ein bisschen runde Lader hier. Du kannst alles sehen? Ich kann alles sehen. Ehrlich? Ja. Okay, also Ansaugung kommt hier oben drüber. Guck mal hier. Ja, ja. Siehst du die beiden Dinger? Mhm. Da wird angesaugt, geht hier um die Kurve, geht hier in den Verdichter rein und hier Abgasanlage raus. Aber wir haben wieder nur ganz Porsche-typisch, haben wir ein zentrales Wastegate. Siehst du das hier? Warte, ja. Was mich aber wundert ist, weil normalerweise bei Porsche hatte das zentrale Wastegate immer so einen leichten Kühlstrom. Weil das Wastegate wird ziemlich warm hier und wenn die Membran zu warm wird bei dem Wastegate, dann kann es das passieren, dass die Laderegelung so ein bisschen anfängt rumzuzappeln. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Die könnte ich auch einziehen. Teurer als mein Haus. Schön, ne? Sehr schön. Ich bin gespannt, wie der sich anhören wird. Auch alles an Luftfilter waren nur die Gitter, ne? Okay. Da ist ja sonst kein Papierfilter sowas zwischen. Das sind nur die beiden Gitter, die das verhindern. Aber an der Stelle kommt ja auch so ein Zug. Ach, da ist die Öffnung. Diese Öffnung da müsste fürs Wastegate wieder sein. Die in der Mitte oben? Ist sie. Habe ich noch nicht gesehen von unten. Die hier, ne? Ja, ja. Das konnte man von unten gerade nicht sehen. Aber die ist wieder fürs Wastegate. Mhm. Aber wenn die Membran zu warm wird, dann hast du irgendwann zu viel Ladung. Und zu viel Ladung kann Aua sein. Aua. Oh, wir schmeißen mal alles an hier. Ja. Muss mal ein bisschen warm laufen. Machen quasi unsere eigene private Soundnacht. So. Hallo, guten Tag. Ich habe mir jetzt die Jacke vom Chef ausgeliehen. Steht die gut? Ja. Fühlt sich auch sehr alkoholisch an. Alkoholisch? Hier wegen Martini. Jetzt nicht, weil du gestern gesoffen hast, wie so ein Bilder. Nee, er hier, ne? Macht immer so einen auf ganz. Dein Kragen. Der Blick ist auch so. Jumper, jetzt musst du wirklich vorsichtig sein, weil sonst knallst. Ja, genau. Nein, ein ganz vorbildlicher Mitarbeiter. Wir müssen raus, Movo. Ja, draußen. Der GT1 wurde schon rausgeschoben. Okay. Der hat seinen Einsatz verpasst. Ja, ich merke schon.
läuft schon, geht schon los. Ja. Es geht schon los. So, jetzt viel Spaß bei der Soundnacht. Wir machen jetzt nur noch so ein paar Bilder und wenn mir irgendwas Lustiges auffällt, quatsche ich ins Mikro rein. Tschüss.